Wir sind live. Hallo und herzlich willkommen heute Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin nicht alleine. Ich habe euch einen Gast mitgebracht, nämlich die Conny Röhm. Hallo Conny. Guten Abend zusammen. Conny, du bist Pferdewissenschaftlerin, wenn ich das so sagen darf, aber vorrangig bekannt dadurch, dass du dich mit Pferdeernährung auskennst und uns immer wieder schön und eingängig erklären kannst, wie wir unsere Pferde so ernähren und in dem Fall anweiden können, so dass es dann auch etwas taugt und das liebe Viehzeug nicht krank wird. Und wir freuen uns jetzt alle auf die grüne Saison in Anführungsstrichen und haben große Freude daran, wenn die Pferde wieder im Sommer über auf der Weide sind und glücklich herumtollen. Aber es gibt ein paar Dinge, die müssen wir beachten, gell? Ja, so zwei, drei Sachen. Da wollen wir auch in aller Ruhe natürlich morgen daran drüber sprechen. Aber es ist tatsächlich so, dass das Anweiden auch die Pferdebesitzer immer so ein bisschen auf der einen Seite vor so ein logistisches Problem stellt. Auf der anderen Seite natürlich haben wir wie in den meisten Pferdeernährungsthemen unglaublich viele Ansätze, wie man es machen kann. Und manche sehen das sehr robust und manche weiden einfach auch sehr robust an. Tür auf, Pferde raus, Tür zu. Und dann wiederum haben wir natürlich das andere Extrem, dass minutenweise angeweidet wird. Und wir wollen uns natürlich mal in Ruhe darüber unterhalten, was ist denn für wen der beste Weg? Denn darauf kommt es hinterher an. Pferde sind ja sehr unterschiedlich, auch sehr unterschiedlich sensibel, was das angeht. Und dann haben wir natürlich noch die große Frage, wie sieht die Wiese denn eigentlich aus? Was wächst denn da? Und wann haben wir die günstigsten Voraussetzungen, um das Pferd wirklich auch möglichst ohne Nebeneffekte anzuweiden. Und dann haben wir ja noch die Tierchen, die eigentlich schon bei der Ansicht eines Grashalmes zunehmen. Wir kennen das aus dem Menschenbereich. Ich denke an eine Tafel Schokolade und meine Waage sagt, ja, genau das war es. Das heißt also Pferde, die vielleicht nicht nur leicht dick werden, sondern die auch schon Stoffwechselprobleme haben. Gehen wir da morgen auch drauf ein? Ja, natürlich. Da wollen wir morgen auch in aller Ruhe drüber sprechen. Gerade bei, also wenn es jetzt um die reine Adipositas geht, ist Anweiden sicherlich definitiv schon ein Problem. Beziehungsweise nicht ein Problem, sondern wir wollen es anders ausdrücken, es ist eine Herausforderung. Wenn die Pferde dazu noch stoffwechselerkrankt sind, die sind vielleicht schon EMS erkrankt oder leiden unter Insulinresistenz oder es sind Cushing-Patienten. Also PPID hat sich manifestiert und natürlich auch, worüber wir uns unterhalten wollen morgen, ist über die Problematik mit PSSM-Pferden, PSSM1, aber auch PSSM2, was im Moment einfach auch ein Thema ist, was die Pferdewelt bewegt. Da wollen wir drüber sprechen, ob es da Dinge gibt, wo wir so ein bisschen drauf, ja, drauf herumkauen wollen zusammen. Das, ja, das sind natürlich, ja, das sind Sachen, die wir auf jeden Fall in aller Gänze auch oder in die Tiefe mal betrachten wollen. Wir werden uns auch darüber unterhalten, wie ist das denn bei Pferden, die vorgeschädigt sind, mit Hufrehe zum Beispiel, die oder die zu Koliken neigen, zu Gaskoliken, zu Verstopfungskoliken, gerade so, wenn man das ein bisschen übermotiviert angeht mit dem Anweiden bei dem einen oder anderen Pferd, kann es dann sein, dass das ein bisschen Archviehgras in sich hineinschlingt. Auch das wollen wir natürlich beleuchten. Und wir befassen uns morgen definitiv auch über die Frage des Zuckers im Gras, Zucker- und Eiweißwerte im Gras und auch Fruktan. Und darüber erarbeiten wir uns auch die Frage, wann ist jetzt für meine Region, für meine Wiese der richtige Zeitpunkt, überhaupt anzuweiden? Denn das ist ja auch eine Frage, da bin ich ganz ehrlich, wo wohnt ihr? Denn bei uns hier oben im Mittelgebirge ist das sicherlich was völlig anderes als in Köln, wo jetzt schon, ich bin gestern durch Köln gefahren, wo jetzt schon die Zierkirschen blühen. Da sind wir hier oben noch weit entfernt und das ist, da gebe ich euch ein paar Marker an die Hand, woran man erkennen kann, dass die Wiese jetzt auch einfach so weit ist. Und tja, Claudia, was wollen wir denn noch besprechen? Ach, natürlich. Wir wollen Weideschutz besprechen und Artenreichtum natürlich. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was zum Anweiden mit dazugehört. Wann, also, denn ansonsten haben wir hinterher so eine grüne Grasnarbe des Grauens, so nenne ich das immer, die kurzen, abgenackten, völlig überweideten, maximal verdichteten Flächen, die hinterher nur noch aus Hahnenfuß bestehen. Auch da wollen wir mal drüber sprechen, dass wir das vielleicht vermeiden. Und dann ist es vielleicht auch schön, auch für diejenigen unter uns, die ihre Pferde im Pensionsstall stehen haben, dass sie in der Lage sind, die Weide zu beurteilen, auf die sie ihre Vierbeiner stellen.
damit sie möglicherweise nicht überrascht sind, wenn da irgendetwas krankheitstechnisch auf sie zukommt, dass man so ein bisschen, ich sag mal, das Auge und die Instinkte schärft dafür, was kann von wo kommen, damit man da so einen, ja, so einen kleinen Überblick bekommt. Genau, das wollen wir auch machen, auf jeden Fall. Gerade und ein Großteil einfach der Pferdehalter hat seine Pferde in Pensionsstellen. Das heißt, da hat man nicht immer Einfluss drauf. Aber man kann natürlich zusammen mit der Stallgemeinschaft und vor allem seinem Stallbetreiber auch die schönste Variante finden für diese Fläche, für das Flächenangebot. Denn viele Teilnehmer, weiß ich, werden ja auch nicht nur aus Deutschland kommen, sondern vielleicht auch aus der Schweiz, wo einfach auch das Flächenangebot sehr gering ist. Das ist halt so, ja, und da kann man sich nicht immer aussuchen, wie viel Weide da ist. Und wir gucken auch, oder ich gebe euch ein paar Ideen, wie man auch einfach auch aus begrenzten Weideflächen das angenehmste Langergebnis herausarbeiten kann, ohne dass die Wiese komplett kaputt geht. Denn wir wissen ja, die grüne Grasnarbe des Grauens, ne, ist jetzt auch nicht wirklich gesundheitsförderlich für so ein edles Ross. Also ich kenne das noch von früher, wenn die Pferde überhaupt rauskamen auf die Weide, gab es ein paar Ställe, die haben das einfach so gemacht. Zum 1.5. wurden die Boxentüren geöffnet, dann wurde der Laufweg, ja, geradeaus ab auf die Weide und weg und tschüss. Und dann wurden sie entweder am Ende des Tages reingeholt oder aber tatsächlich dann auch erst Ende Oktober wieder. Gibt es sowas heute noch oder ist das nur so eine alte Erinnerung? Es gibt es noch unfassbarerweise. Und auch da wollen wir natürlich sprechen. Ich kenne Betriebe, die machen das so. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es natürlich auch tatsächlich so, dass es manchmal funktionieren kann. Ich halte das für nicht ganz ungefährlich. Sehe das immer mit Staunen und natürlich, ich rate erstmal davon ab, das so zu machen. Wir müssen da aber auch ein bisschen realistisch sein, ja, ob es jetzt bei jedem Pferd notwendig ist, das eine Minute zu steigern jeden Tag und dann wirklich gestresst auch zu sein. Das stresst auch ein Pferd sowas. Oder ob man da größere Intervalle wählen kann, um einen Bestand auch einfach zügig anzuweiden. Das Das ist sind jetzt nochmal ein interessanter Punkt, das, was du gesagt hast, nämlich dieses Gestresstsein in einer Minuten oder 5 Minuten Rhythmus anweiden. Ja, also ich gehe mit meinem Pferd 5 Minuten aufs Gras und nach 4:30 sage ich, komm, komm, wir gehen jetzt, ja. Genau. Das ist dann wahrscheinlich auch etwas, was Ja. nicht so optimiert ist. Warum? Erklär uns das. Also natürlich, wir müssen ganz klar sagen, wenn ein Pferd sehr empfindlich ist, ne? Also ein krankes Pferd, was sehr empfindlich ist, dann kann das manchmal Sinn machen, die wirklich extrem vorsichtig anzuweiden. Wenn das ein gesundes Pferd ist und ich fange nach 4 Minuten 30 dann an dem rumzuzuppeln, erzeuge ich damit im Endeffekt innerhalb von 2 bis 3 Tagen eine Erwartungshaltung beim Pferd. Pferde sind ja nicht dumm. Und die wissen ganz genau, oh, ich darf jetzt auf Gras kurz, aber die komische Frau am Strick, die ist irgendwie jetzt schon hektisch und guckt 15 Mal auf die Uhr und macht Dinge. Und der Pferdehalter ist dann einfach auch nicht so ruhig. Und dann haben wir etwas, was wir im Anweideprozess sehen. Da gibt es auch eine schöne Studie mit Maulkörben, die einfach zeigen, dass wenn Pferde wissen, dass das kommt. Also, dass eine Einschränkung oder eine Einschränkung der Futteraufnahme geschehen wird, essen sie hektischer und schneller. Das kann man mit zeitlich gesteuerten Raufen produzieren, sowas leider. Also so eine Fressstörung. Und wir können das auch handmachen am Halfter. Und das Pferd weiß das, das ist dann gestresst, dann fängt das an zu schlingen. Natürlich ist das dann egal, ob das 4 Minuten schlingt oder 5 Minuten schlingt. Das Problem ist, wenn wir das halt nicht in diesem Bereich dann oder schnell aus diesem Bereich rausnehmen, dann kann es dann einfach für die ersten 1, 2 Stunden schlingen. Und das wäre natürlich doof. Aber da gebe ich euch natürlich auch ein paar Ideen mit an die Hand. Ja, das heißt, wir verknüpfen das morgen so ein bisschen auch mit dem Lernverhalten in 2, 3 Aspekten, beziehungsweise mit dem generellen Fressverhalten. Und ich erkläre euch morgen auch, was diese Fresseffekte sind und wie man damit umgeht. Ja, und dann ist das relativ entspannt. Generell muss ich auch sagen, das werdet ihr auch sehen morgen, es gibt so ein paar Spielregeln beim Anweiden. Und alles in allem muss man sich als Pferdebesitzer da auch nicht so stressen, wenn man sich denn über all diese kleinen Aspekte bewusst ist. Und muss auch da nicht hinter seinem Pferd herrennen, weil was wir auch sehen, nicht nur Claudia, die Sache mit dem Strick, was ich viel lustiger finde, ist, wenn wir jetzt Pferdebestände sehen, die große Weiden haben und die Pferde dürfen dann 15 Minuten auf diese Weide und Besitzer machen die frei.
und lassen die laufen und möchten die nach 15 Minuten wieder einfangen. Ich habe da schon wirklich die wildesten Sachen gesehen und die lustigsten auch. Das heißt, 15 Minuten fressen, 1,5 Stunden hinterm Pferd herlaufen, weil die wissen das ganz genau, was wir dann wollen. Brauchst aber Und an dem Tag nicht mehr reiten, dann ist Hygiene durch. Und du dann, ja, brauchst kein aber Fitnessstudio mehr. genau, das Pferd ist dann gut bewegt, der Mensch noch viel mehr. Es ist dann sehr, sehr sportlich. Aber ich nehme an, wir geben morgen nicht so sportliche Tipps, sondern die Tipps, damit beide zufrieden vom Anweiden wieder nach Hause kommen und nicht mit langen Zähnen oder Genau. schweißüberströmt Richtung Steinmark Genau. stehen. Oder genervt. Ich werde auch morgen 2, 3 Töne drüber verlieren. Wie ist das, wenn jetzt plötzlich dann im Anweideprozess nochmal eine Schlechtwetterperiode kommt? Auch das kann schon mal passieren, dass die Wiesen eigentlich auf sein sollten. Und dann kommen 14 Tage Dauerregen und dann macht jemand die wieder zu. Was das eigentlich für den Anweideprozess bedeutet, denn das hat jetzt nichts mit dem Frühjahr zu tun. Das kann auch mal im Sommer passieren, dass die Wiesen mal eine Weile zu sein müssen, je nach Stall. Auch da wollen wir mal kurz drüber sprechen. Also alles in allem verspricht das wieder sehr spannend zu werden und wieder sehr unterhaltsam, wie jeder Campus mit dir im Übrigen, wie ich anmerken möchte. Ah. Wenn ihr noch Fragen habt und überhaupt, dann könnt ihr die gerne jetzt unter dem Video stellen. Ich werde euch auch gleich auch noch einen Link posten, wo ihr die Tickets für morgen Abend bekommt. Wir beginnen morgen Abend um 19:30 Uhr. Wenn ihr ein Ticket habt und ihr wart noch nicht so oft bei uns, wir haben ab 19 Uhr die Leitung auf. Das heißt, ihr könnt dann schon mal in aller Ruhe ausprobieren, ob das mit der Technik alles so funktioniert. Und dann kann ich euch bis kurz vor 7:30 Uhr auch noch helfen. Wenn euer Computer sagt, bäh, das ist aber alles komisch, dann könnt ihr gerne anrufen und dann helfe ich euch. Und ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Genau, ich wollte den Link in die Kommentare posten zum Ticket. Ja, genau, was es kostet. Eine ganz wesentliche Information. Diejenigen unter euch, die uns abonniert haben, und zwar unser Heft, entweder digital oder als Printversion, bezahlen morgen Abend 19,90 €. Und diejenigen, die noch ein bisschen scheu sind und Berührungsängste haben und kein Abo von uns haben, die bezahlen 29,90 €. Das könnt ihr aber gerne natürlich auch noch ändern bis dahin, wenn ihr das mögt. Conny, habe ich noch was vergessen zu sagen? Ja, wie lange wir morgen Abend quatschen. Also das, also bestimmt, sagen Ja. wir, 1,5 Stündchen werden wir sicherlich beschäftigt sein, ne? Also wir liegen immer so zwischen 19 bis 120 Minuten. Das liegt auch ein bisschen an euch, wie viele Fragen ihr stellt. Wenn ihr viele Fragen habt, werden wir die beantworten. Und wenn ihr wenig Fragen habt, werden wir schweigen. Aber das kann ich mir bei uns nicht vorstellen, Conny, irgendwie. Nee, ich denke auch. Das wird ein lustiger Abend morgen Abend. Genau, also wir freuen uns auf euch. Und jetzt kommt gleich der Ticket-Link in die Kommentare. Und bis dahin macht's gut. Und wenn ihr nicht dabei seid, seid vorsichtig beim Anweiden. Denkt ein bisschen drüber nach, was ihr macht. Und dann, gell, wir sehen uns auf jeden Fall morgen Abend. Bis dann. Danke. Tschö. Tschö.